Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Mods kurz vorgestellt. Heute möchte ich euch eine interessante Mod vorstellen, auf die ich durch Zufall mal wieder gestoßen bin, habe den Workshop durchstöbert. Und da ist die mir ins Auge gefallen, vor allen Dingen auch deswegen, weil ich letztens mit einem Speer unterwegs war in einem meiner anderen Games. Bin ich mit dem Katana auch unterwegs und wenn ich reite, brauche ich ja irgendeine alternative Waffe, entweder einhändig oder eben ein Speer. Und da arbeite ich viel mit dem Speer. Und habe den dann auch mal im Bodenkampf also benutzt und habe mich daran erinnert, dass es früher ja, sagen wir, das Bewegungsset, also diese Bewegungsabläufe beim Speer schon Kick cooler waren. Das heißt nicht, dass das falsch ist, was Funcom gemacht hat. Wir haben ja, wenn wir den Speer uns anschauen, jetzt sage ich mal eine etwas andere Aufgabenstellung für den, der mit dem Speer unterwegs ist. Der soll eigentlich hier die Position halten. Ihr seht es hier beim leichten Angriff bewegt sich mein Charakter überhaupt nicht. Beim schweren Angriff so ein bisschen, aber auch hier ist die Zielsetzung eigentlich ein sehr schmales Angriffsfenster, das ich habe. Ja. Das war in der Vergangenheit ein Kick anders. Da waren wir ein bisschen AOE-mäßiger unterwegs. Wir haben mehr Flächenschaden um uns herum gemacht. Und Funcom hat aber entschieden, dass der Speer eher so diese defensive Verteidigungswaffe ist. Und ja, ist so. Ich bin sonst eher derjenige, der sagt, wenn solche Änderungen Einzug halten, dann muss man einfach damit leben. Mal gucken, wie man dann zurechtkommt, wenn einem dann die Waffe nicht gefällt. Wir haben jede Menge Waffen und dann kann man auch mal sich eine Alternative suchen. Wir kennen solche Änderungen. Vom Katana hat sich der Bewegungsablauf geändert, die Kampfanimation beim zweihändigen Schwert. Und das heißt, wir sind immer wieder mal angehalten, uns neu zu orientieren. Nichtsdestotrotz, jedes Mal, wenn solche Änderungen Einzug halten, kommt Gott sei Dank irgendwo auch ein Modder um die Ecke und sagt, nee, lass mal gut sein. Ich mache hier eine Mod, die macht den Änderungen rückgängig, sodass alles beim Alten ist. Was ich durchaus akzeptiere, das heißt, jemand in seinem Gameplay sagt, nee, ich möchte das nicht. Oder wenn wir auf einem Server sind, wo die gesamte Community auch sagt, nee, ganz klar, wir wollen das Alte beibehalten, da kann man sowas machen. Aber spätestens dann, wenn es darum geht, dass die einen sagen, nö, das Neue ist eigentlich ganz gut, und die anderen sagen, ah, nee, das Alte fand ich besser, dann sind wir eben in dieser misslichen Situation, dass wir sagen müssen, okay, hopp oder top. Und hier setzt die Mod an. Die Mod geht her und sagt, ich mache nicht die Änderung rückgängig, die Funcom eingebaut hat, sondern andersrum, ich bringe dir alternative Waffen ins Spiel. Das heißt, der Speer, den ich jetzt hier trage, den Drachenknochenspeer, den gibt es dann in einer anderen Variante und die heißt dann hier Sweeping Dragonbone Spear. Und wenn ich mit dem kämpfe, dann habe ich einen anderen Bewegungsablauf, eine andere Kampfanimation und entsprechend auch verteile ich dann den Schaden deutlich anders. Das heißt, der Mod-Autor lässt alles, was das Kernspiel angeht, beim Alten und sagt, ich bringe hier den alten Kampfstil waffenbezogen zurück. Und jetzt kann man für sich entscheiden auf einem Server, wo die Mod dann installiert ist, ob ich eben den regulären Speer herstelle und damit den neuen Bewegungsablauf, die neue Kampfanimation habe, oder ich stelle mir diesen alternativen Speer her und habe dann auch wieder eine Alternative zu dem neuen Bewegungsablauf, zu der neuen Kampfanimation. Und das finde ich einen super interessanten Ansatz. Und der ermöglicht es natürlich einem als Admin von einem Server sozusagen beide Welten ins Spiel zu bringen, wenn man denn möchte. Ja, also es geht ja nicht darum, dass man hier jetzt zwingend unbedingt die Mod installieren muss, damit wir den alten Bewegungsablauf haben. Aber wenn hier, sage ich mal, ein gewisser Wunsch da ist, dann kann man das ins Spiel bringen. Der einzigste Wermutstropfen, den diese Mod hat, ist, dass sie nicht für wirklich
alles zur Verfügung steht, was es an Speeren gibt. Wenn wir hier mal schauen, wir haben hier die Liste. Wir haben, wenn wir in der Levelphase sind, wir haben vom Eisen Speer über Stahl, über gehärteten Stahl, kommen wir hoch nachher in den Level 60 Bereich, hier Sternmetall, wir haben Kari, wir haben die Asian Pike, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, wir haben die Schlangenmenschenwaffen, wir haben die wichtigsten Sachen haben wir hier und man sieht auch, es sind alles Speere, die wir selber herstellen können, bedeutet auch im Umkehrschluss alle legendären Waffen. Alle legendären Waffen haben natürlich weiterhin jetzt das von Funcom ins Spiel gebrachte Movement Set, diesen Bewegungsablauf. Dadurch, dass die legendären Waffen auch deutlich stärker sind, ist natürlich dann schon die Frage, wie lang bleibt diese Mod interessant? Das heißt, irgendwann haben auch alle, die gerne mit Speer kämpfen, die Entscheidung zu fällen, bleibe ich bei einer etwas schwächeren Waffe, wie jetzt von mir aus hier den Drachenknochenstab, Speer, oder gehe ich dann, steige ich dann doch lieber um auf eine legendäre Waffe und habe dann eben auch den Standardbewegungsablauf. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Was ich gut finde, ist, wie die Mod sich ins Spiel bringt. Und zwar, sie sagt, pass auf, weil der Mod-Autor sagt mir, du brauchst nichts investieren, was du nicht eh investierst. Das heißt, wenn du hier die Lemurianische Pike lernst, dann hast du automatisch auch das Modell von mir. Wenn du den Serpent Pike lernst, Schlangenmenschenspeer, dann hast du hier die Alternative von mir mit im Spiel. Lernst du Sternmetall, dann hast du ihr seht, es heißt, das, was ich an Punkten investieren muss, muss ich eh investieren. Ich brauche 13 Punkte, um hier den Sternmetallspeer freizuschalten. Aber dann habe ich eben auch beide Varianten freigeschaltet. Und das finde ich ganz toll, so dass im Prinzip wir als Spieler, als Charakter hier nicht entscheiden müssen, ah, will ich doch lieber die Punkte auf den regulären Waffentyp setzen oder will ich eben die Punkte hier auf den neuen Waffentyp setzen und wir schalten einfach den Waffentyp allgemein frei und haben dann die Variante. Und das finde ich toll. Ich könnte mir so eine Lösung für andere Dinge eben auch vorstellen. Das wäre super, weil es einfach, sag ich mal, ein bisschen Varianz ins Spiel bringen würde. Ja, der Nachteil, wie gesagt, dass wir eben nur die selber hergestellten Waffen damit abdecken, damit kann ich leben. Und es wäre so eine Idee, dass man sagt, vielleicht eine Art Umrüstungsset für legendäre Waffen, das wäre interessant. Das heißt, dass man legendäre Waffen, legendäre Speere verändert. Ich brauche also den Original, würde eine Veränderung anbringen und dann wäre das Resultat dann eine Sweeping-Variante. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber da bin ich nicht Motto genug, um zu wissen, ob sowas einfach umsetzbar ist. Von mir aus finde ich so einen Lösungsansatz super cool. Er greift deutlich weniger ein wie diese Hop- oder Top-Geschichte. Entweder spielen wir alle mit dem jetzigen Bewegungsablauf, mit der jetzigen Kampfanimation, oder wir gehen alle zurück auf die alte Kampfanimation. Hier haben wir so dieses, wirklich dieses Zwitterwesen, das finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Und wenn wir später feststellen, dass die meisten dann doch eben ganz regulär mit dem Funcom-Kampf-Animationsablauf unterwegs sind, dann nehmen wir die Mod einfach wieder raus. Die hinterlässt nichts als vielleicht das ein oder andere leere Feld im Inventar, weil dann die Waffen wegfallen, aber es hat ansonsten keinen großen Einfluss. Also von daher wieder eine Mod, die sagt, macht eine Sache und die finde ich macht sie sehr gut. Und wenn wir sie nicht mehr brauchen, wenn wir sie nicht mehr haben wollen, wenn sie nicht mehr gepflegt wird, nehmen wir sie raus, ohne dass hier allzu großer Schaden entsteht. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall Daumen nach oben für die Mod. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann könnt ihr mir für diese Folge auch gerne Daumen nach oben geben und darüber hinaus euch überlegen, ob ihr vielleicht ein Abo dalasst. Dann könnt ihr nämlich die Bimmel aktivieren und kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade.
Und ja, und ansonsten wäre es toll, wenn ihr einfach wieder vorbeischaut hier bei Conan Exiles, Mods kurz vorgestellt oder auch gerne meinen Gameplays vorbeischauen. Da spiele ich ja meistens mit einer Menge aktiver Mods. Da seht ihr viele Mods im Einsatz. Ja, und bis dahin macht's gut. Tschüss zusammen. Passt auf euch auf und ihr wisst ja, ne, immer schön gesund bleiben. Bye bye.